Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Die CDU stellt einen Antrag zum Datenschutz. Da erwartet man größere Verrenkungen. Und in der Tat, die Lektüre enttäuscht nicht. Es ist schon erstaunlich, mit welch kreativer Unwissenheit und erstaunlicher Fahrlässigkeit Datenschutz, Industrie 4.0, Big Data, Breitband und Co. zu einem Sammelsurium von Fehlinterpretationen zusammengeschustert werden. Das Schuljahr neigt sich ja bald dem Ende entgegen und Zeugnisse stehen an. Müsste man Ihren Antrag zur Industrie 4.0 benoten? 4.0 wäre da noch viel zu hoch gegriffen. Ich will das mal kurz veranschaulichen. Der CDU-Antrag spricht vom grundsätzlichen wirtschaftlichen Potenzial der Industrie 4.0, nur um danach die Vorzüge von digitalen Stromzählern und intelligenten Kühlschränken aufzuzählen. Das hat doch bitte schön nichts mit Industrie 4.0 zu tun. Industrie 4.0 beschreibt die digitale Vernetzung von industriellen Produktionsprozessen und Produkten. Was sie nicht beschreibt, ist jegliche auf Datensammlung, Verarbeitung oder Weitergabe basierende Geschäftstätigkeit. Damit es auch der Letzte von der CDU versteht, Herr Kollege Stein, Facebook ist nicht Industrie 4.0. Es muss klar sein, bei einem Unternehmen, das mit Werbekundendaten handelt, müssen sehr viel höhere Anforderungen an den Datenschutz gestellt werden, als wenn beispielsweise zwei Maschinen in einer Fabrikhalle miteinander kommunizieren. Und was Sie in Ihrem Antrag lapidar als gegeben hinnehmen, nämlich dass personenbezogene Daten zur Handelsware degradiert werden, das gilt es doch genau hier zu verhindern. Sonst sorgt doch demnächst Ihre smarte Kaffeetasse schon bald dafür, dass Ihre Zahnzusatzversicherung nur deswegen teurer wird, weil Sie zwei statt einem Kaffee Würfelzucker in den Kaffee reintun. Zudem ist Ihre Behauptung, hohe Datenschutzstandards seien ein internationaler Wettbewerbsnachteil, schlicht falsch. Da wiederholt sich übrigens auch Ihr Irrglaube, den Sie heute schon oder Ihr Kollege bei Top 7 zur Stärkung der heimischen Industrie von sich gegeben haben. Echte Innovationen können nur auf Grundlage hoher Datenschutzstandards erfolgen. Das hat doch auch die Erfolgsgeschichte der deutschen Wirtschaft immer gezeigt. Wissenschaftler und Unternehmen sehen den Schutz der Privatheit durch hohen Datenschutz und Datensicherheit sogar als wachsenden Wettbewerbsvorteil hier an. Nicht ohne Grund arbeiten US-amerikanische Unternehmen verstärkt an einem datenschutzfreundlichen Image. Seit den Snowden-Enthüllungen wollen viele Kunden und Nutzer ihre sensiblen Daten in der Obhut vertrauenswürdiger Cloud- und Serveranbieter wissen. Das ist doch eine Chance für Arbeitsplätze in der EU, in Deutschland und in NRW. Ich will auch kurz auf die EU-Datenschutzreform kommen. Sie, liebe CDU, haben den ganzen Vorgang wohl nicht verstanden. Sie schreiben ernsthaft, es muss geklärt werden, wie wir diese Regeln auch gegen außereuropäische Konzerne wie Google und Facebook durchsetzen. Genau das ist doch das Hauptziel, das mit der Datenschutzreform verfolgt wird. Wer in Europa Geschäfte machen will, der muss sich an ein europaweit geltendes Datenschutzrecht halten. Die Reform muss auch zu einem möglichst hohen Datenschutzstandard führen, damit US-Datenmonopolisten nicht auch noch die letzten europäischen Geschäftsbereiche übernehmen. Im Grunde fordern Sie die ungezügelte Einführung von Big Data, also die Erlaubnis zum Sammeln und Auswerten riesiger Mengen personenbezogener Daten zu kommerziellen Zwecken. Nur damit schützen Sie nicht die hiesige Wirtschaft, sondern sorgen für deren Verdrängung durch US-Riesen. Ich komme zum Schluss. Das Vertrauen in die Sicherheit, die Integrität, den Schutz personenbezogener Daten ist Grundvoraussetzung für das Funktionieren einer modernen Wissens- und Informationsgesellschaft. Das haben wir Ihnen in unserem Entschließungsantrag auch noch einmal detailliert aufgeschrieben. Wir stimmen der Überweisung natürlich zu. Und abschließend möchte ich hier noch zu Protokoll geben. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass sämtliche Massenspeicher der NSA zerstört werden müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kern. Für die Landesregierung.